Trio heißt die neue Ausstellung in der Bonner Südstadt. Dirk Engelken präsentiert in seiner Galerie in der Kurfürstenstraße drei Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Ideen und der Art der künstlerischen Umsetzung höchst unterschiedlich zu Werke gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Kunst, ich begrüße Sie sehr herzlich in der Produzentengalerie Alter Ego und habe die Freude, zwei Kolleginnen und einen Kollegen hier vorstellen zu können. Mein Name ist Almut Leib und diese Arbeiten sind von mir. Das ist analoge Fotografie, die in einer bestimmten Weise dann gekontert wird, wo dann dadurch verschiedene Motive entstehen. Und dieses eine Foto ist eigentlich die Grundlage für die ganze Serie. Denn Fotos haben vier Seiten, man kann also vier Varianten machen, wenn das Motiv interessant genug ist und hat jedes Mal, wie man hier sieht, einen ganz anderen Ausdruck und ganz andere Motive. Und das Spannende ist immer, dass selbst kleinste Motivchen, die so gar nicht ins Auge fallen, dann durch diese Art der Arbeit zum Teil wirklich zum Hauptdarsteller werden. Und hier in diesem Fall sind das Aufnahmen aus Annaberg in Polen, wo wir jedes Jahr eine Künstlerreise hinmachen. Und dort gibt es einen ehemaligen Steinbruch, der dann zum Amphitheater umgebaut wurde. Und die Zufahrt dahin ist mit lauter Platten aus diesem Steinbruch gepflastert. Das sind also erdgeschichtlich 250 Millionen Jahre. Und es ist heute immer noch interessant. Mein Name ist Eva Maria Töpfer. Ich zeige Werke aus den letzten beiden Jahren, die sich mit den Aspekten der menschlichen Existenz befassen. Es geht um die Metapher der Sprünge. Beim Entwicklungssprung geht es darum, dass man von Beginn an ja in ein bestimmtes Raster geboren wird. Und in diesem Muster bewegen wir uns. Und das sollen auch diese gerasterten Linien, diese Kästchen darstellen. Wir sind schon in eine Welt eingezwängt sozusagen und entwickeln uns in dieser Welt. Der Karrieresprung soll darauf hinweisen, dass auf unsere Ellbogengesellschaft und Leistungsgesellschaft, wo der Stärkere den Schwächeren, um es mal so ganz klischeehaft zu sagen, unterdrückt. Da ist wieder dieses Raster zu sehen, das durchdringt eigentlich alle Arbeiten in mehr oder weniger ausgeprägter Weise. Das sind alles Acrylbilder, bis auf das Papierwerk, was im Flur hängt. Das ist Zeichnung, also Grafik und Collage, Papiercollage. Ja, mein Name ist Janko Arsenšek, geboren in Slowenien, 1970 ausgewandert nach Deutschland und seit 2003 lebe ich in Remagen. Die Parallelwelten handelt, so wie der Titel sagt, darüber, dass wir nicht in einer einzigen Welt leben, sondern in vielen verschiedenen Welten. Die Bilder veranschaulichen das. Ich bevorzuge grafische Methode, das heißt vor allem Radierung. Eine Gruppe heißt hier Rheinländer. Wir sehen hier vier Köpfe, die in Rheinland vorkommen, würde ich so sagen. Ich würde diese Serie hier als dunkle Seite bezeichnen. Ich nenne sie schwarzen Block. Politik beschäftigt mich auch und das, was jetzt abläuft zurzeit, besonders Entwicklungen, die ich als Bedrohung erachte, zum Beispiel Atomenergie, die Gefahren, die sich aus Religion bzw. aus Kampf der Religion ergeben, die Finanzwelt, die aus den Fugen gerät. Musik.
Kunst ist wunderschön, macht aber viel Arbeit. Dieses Bonmot mag als Credo für jeden künstlerischen Schöpfungsprozess gelten. In Zeiten des Internet und der digitalen Beliebigkeit kommt aber dem Original und der Originalität eine ganz besonders hohe Wertschätzung zu. Und zu sehen bekommt man so etwas eben am besten im Museum oder in den Galerien.